Guten Tag, ich bin Gernot Morgenfurt und lebe seit Anfang der 90er Jahre mit MS, Multiple Sklerose. Diese Situation hat mir einige Schübe beschert. 2004 saß ich schon im Rollstuhl. Seit 2005 bin ich fast blind. Meine Sehkraft beträgt noch ca. 10%. Und doch bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Ich habe aber nicht mit meinem Schicksal und bin sehr zufrieden und dankbar für meine Situation und das, was ich in der Vergangenheit erfahren durfte. Natürlich verstehen einige das nicht, dass jemand, der unheilbar krank ist, auch noch zufrieden ist mit seiner Situation. Doch kennen Sie das? Jemand bekommt eine Diagnose, dass er unheilbar krank ist und er geht dann von einem Arzt zum anderen. Er besucht viele Krankenhäuser, viele Stationen, wo er sich ausschließlich mit dem Thema Krankheit befasst. Das Thema Krankheit wird dermaßen behandelt, dass sogar noch Bücher, Fachzeitschriften darüber gelesen werden und das Thema wird intensiv behandelt. Ich sage, behandeln Sie doch besser die Gesundheit. Wenn Sie sich mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen, kann nur dieses Thema mehr werden und Ihre Situation verbessern. Ich habe auch viel Geld ausgegeben für verschiedene Therapien und Produkte, um erst zu erkennen, dass es auch ohne geht. Denn ich habe meine Situation extrem verbessert durch Gedankenkontrolle, durch Umstellung diverser Lebensgewohnheiten und natürlich durch konsequentes Training. Es ist einiges möglich für jeden, es zu erreichen, wenn man es nur will. Und investieren Sie besser mehr Zeit in Ihre Gesundheit als Geld. So können Sie Ihre Situation ändern, verbessern und dementsprechend auch glücklich und zufrieden werden. Ich informiere Sie gerne bei einem meiner Workshops oder Sie lesen einfach meinen Ratgeber, wie ich mein Handicap verbessere. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg.